Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew. Wir haben es geschafft. Wir packen das jetzt, denke ich mal. Als und zwar, hier, Patrick. Patrick ist dabei, der ist unser Crewleader und haut jetzt ab mit dem netten McManus dabei. Ich bin der Beschützer. Der ist der Beschützer. Und Malte und ich versuchen sie zu kriegen. Wir sind ja. Die Rich Bitch Ferrari Gang. So, auf geht's. Bei dem Versuch, wir bleiben mit eurem popligen kleinen Nissan. Fahr da durch und quatsche keine Zunge auf die Pfütze. Attacke. Annehmen. Das funktioniert jetzt wieder nicht. Verfolgungsjagd annehmen, habe ich auch gemacht. Ja, ich bin Transporter. Nee, Patrick, schütze den Transporter, alles klar. Teko ist ein Mongo. Das Problem ist, wir hören uns jetzt natürlich nur in-game. Ich muss mich an Patrick teleportieren. Da stand Panjo. Ich muss ihn schützen. Also ich muss Patrick schützen. Patrick, hörst du mich? Ich höre dich. Doppelt. Ja, dann mute dich. Ich hab keinen Shot. Ach so. Alter, euer scheiß Impuls, ne? So, warte mal. Ich muss denen da vorne helfen. Okay. Ich muss irgendwie erstmal Teko wegrammen, das ist wichtig. Okay, Patrick, ich bin direkt hinter dir. Was labert der da? Okay. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ich Patrick beschütze. Wartet mal, wir teleportieren uns mal ran hier. Patrick ist aber, ich glaube, der braucht mich gar nicht. Der ist wirklich gut unterwegs. Ehrlich? So, warte. Ich habe ein Polizeiauto ausgeschaltet, das was hinter dir war. Scheiße. Oh Mike, ne? Du bist so behindert. Okay, ich teleportiere mich ran. Oh nein, ernsthaft? Really? Ja, Tino, du hast mich nicht beschützt. Ach, die Kiste haben wir bereits geplündert. Aha. Scheiße. Wie weit wär's noch gewesen? Nicht mehr weit. Bike 2,5 Kilometer, glaube ich, noch. Aber okay, wenn man nicht dabei ist, kann man einfach nehmen. Aber ich hab Patrick echt kaum gehört, ne? Es war voll. Okay, vielleicht hast du es zu leise gestellt. Halten wir von der Silberkiste Asphalt 21. Also Crew-Sound zu leise oder sowas, aber wer weiß. Das ist halt richtig dumm mit dem Voice-Chat. Also ich weiß nicht, ob man sich da muten kann. In-game, also ich glaube, man kann den Voice-Chat ausschalten. Aber nur, wenn er an ist halt. Asphalt 21, Silber 21, das ist in Las Vegas drin. In Vegas war das, ja? Ja.
So. Okay. Ich würde gerne noch eine Runde Polizei machen. Möchte jemand? Wollen wir tauschen, ja, die Rollen? So ein bisschen. Wir gerne machen. Dann mache ich jetzt den, der abhaut. Okay. Jo, dann gib ihm mal Crewleiter. Ja, dann musst du Tino Crewleiter geben, dann beschütze ich Tino. Oder und Patrick, ich bin der neue Crewleiter, okay? Ich hätte. Du kannst gerne Kopf spielen, Patrick. Genau. Dann helfe ich Tino. Wieso ich aber auch noch nie? Gut. Kann ich durchfahren? Nee. Nee, nee, soll ich nicht. Jetzt nee, ich halt gar nicht. Ich sehe halt Patrick. Tino gar nicht. Das ist doch egal, oder? Nee, glaube ich nicht. Aber das ist halt wieder diese Sync. Diese Sync-Scheiße, oder? Ich denke ja mal, wenn wir in einer Mission sind, wird das schon. Ja, na dann auf jeden Fall. Dann fahr mal durch. So. Okay. Du wird von der Polizei verfolgt. Ich habe keine Einladung. Keine auch Einladung. Nicht. Keine Einladung. Nö. Nee. Wir müssen sehen, sonst wird das nicht. Ja. Nee, ich bin auch alleine. Ja. Bei mir ist auch nicht. Dann muss ich Abbruch machen. So ein Schwachsinn. Seht ihr mich? Nee, ne? Ne, wir stehen noch in der Kiste. Ja. Ich sehe Mike. Ja, ich sehe Patrick. Mehr auch nicht. Ich hab schon wieder diese extremen Mikro-Ruckler. Du willst aber von der Internetleitung kommen, weil du ruckelst bei mir hier auch rum. Also dein Schild zumindest. Machen alle, die nicht da sind, okay. Ich sehe das gerade auch nicht, weil Patrick hat scheinbar irgendwie eine andere, in einer anderen Lobby irgendwie als ihr. Entweder sehe ich euch beide oder Patrick. Jetzt sehe ich alle vier, alle drei. Und steht ihr auch hier? Natürlich nicht. Hm. Wollen wir erstmal irgendwo anders hintippen? Schade, dass sie das so krass verbockt haben. Über Vegas ist noch eine Bronzekiste Asphalt 19. Bronze. Über Vegas. Das ist Offroad aber, ne? Nee. Da wo ich bin. Asphalt, ja. Asphalt. Blitzreise kann ich nicht hinmachen, lol. Hab's nicht entdeckt. Kannst du nicht zu mir kommen? Porte dich möglichst nah dran. Ja, ja. Porte dich möglichst nah dran, 7 Kilometer. Warte, mobile Garage, Malte sehe ich immer noch nicht. Ich stehe jetzt hier mitten in der Pampa in meinem Supersportwagen auf Streifen und esse Donuts. So. Total unauffällig. Jetzt sehe ich Patrick. Also in Vegas leckt's einfach nur bei mir. Jetzt sehe ich alle drei Namen, aber Patrick nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Phänomen der Crew wirklich nicht. Nee, auch absolut nicht. Oh Leute, ich bin da nur vorbeigefahren. Einfach vor der Polizei verfolgt und ich kann auch nichts dagegen machen. Ich hab's aber Patrick ist drin, oder? Ja. Das ist schön. Ich stehe hier. Oh, bist du in die Pampa gefahren, Patrick? Ja. Einfach eine Offroad? Naja, wenigstens das noch. So. Man hat es weg. Warum habe ich keinen Hut mehr? Okay, der Wächter verhindert zumindest keine Attacken. Kann ich euch schon mal sagen. Jo, was macht der dann? Das ist das komplett hohl, oder? Man kommt doch hier über die Fähigkeiten irgendwie. Ja, im Startmenü kannst du die Fähigkeiten machen, wenn du jetzt Kopf drin bist. Alter, diese Kopf rammt mich mehr. Man kann sie als auch Mike, als Unterstützung, ne? Und als Transporter. Kaum Vegas raus in die Legs weg. Ey, ist echt crazy. So, was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Ein bloß Nitro. Wie? Bon. Alter, wie weit du einfach weg sein kannst vom Transporteur und du bist trotzdem fahren. Doch, Wächter macht Unverwundbar, Mike. Ne, Patrick hätte mir trotzdem ein Tempo-Hack reingehauen. Komisch. Dieses Spiel ist ein Fall für Galileo Mystery. Oder Akte X. Malte immer noch nicht. Ich bin ja dafür, dass für Akte X. Ja. Ich sehe Mike auf jeden Fall. Oh, da ist Malte.
Ich sehe niemanden gerade. Ich komme mit 200 km/h Offroad zu euch. Mit dem Pagani. Alles klar. Aber es ist trotzdem... ich weiß auch nicht. Ja, es ist irgendwie komisch, das Lobby-System funktioniert halt absolut nicht. Ja, das Schlimme ist einfach, dass es noch nie funktioniert hat. Und immer schlechter wird, ja, das stimmt. Also, aber Hauptsache, wir schmeißen DLC aus für 25 Euro. Ja, das stimmt. Das ist, und das ist halt mega ärgerlich, finde ich. Ich finde die Idee mir richtig cool, so, ne? Also ich ja. Vom Spiel, also auch gerade dieses 2 gegen 2, ne? Das ist halt für mich cool. Ich finde es halt auch so, dieses Hinterhersetzen finde ich auch ein bisschen lame. Also, das ist. Das stimmt, also das ist wirklich lame. Aber das Problem ist, du kommst nicht mehr ran. Ja, ja genau. Wenn nicht, dann kommst du, würdest du nicht mehr rankommen. Ja, aber wie gesagt, also, keine Ahnung. Die DLCs kosten echt einen Haufen Geld. Also 25 Euro ist echt krass für ein DLC. Mhm. Und für das, was du bekommst, das ist eigentlich die absolute Nullnummer. Noch dazu wird das Spiel immer mehr kaputt gepatcht, also... Ja, wie gesagt, White Run war halt nicht schlecht. Also das hat mir bis jetzt am besten gefallen, aber... Ja, dann mit diesem Sammelt halt, ne? Ja, das Sammelt fand ich echt gut. Ja. So, ich sehe Tino auch. Patrick hat irgendwelche Probleme. Patrick sehe ich nicht, ja. Oh. Gucken wir jetzt, wenn wir durch die Kiste fahren, was passiert dann? Ich kann Patrick dann werde ich eine Einladung kriegen. Julo. Na dann, versuch. Schütze den Transporter. Soll ich Tino ja. Ah. Jo. Ist überhaupt was, Malte? Verpiss dich! Malte hört mich ja gar nicht, mich hört ja nur Tino. Hey. Grüß dich. Ich höre ihn nur fluchen im Hintergrund, keine Ahnung. Ja. Aber bei Patrick haut er irgendwas nicht hin. Patrick fliegt einfach immer. Tempo-Hack. Das ist genau. Boah, Malte kommt immer näher. Er ist direkt hinter mir. Scheiße. Ich hab einen Tempo-Hack, ich kann. Was war denn das? Hä? Wo ist denn Mike? Ich bin einfach weggeflogen. Wow. Ich kann nichts machen, ich bin hier. Ich wurde einfach weg. Mike hackt. Ich bin einfach weggeflogen. Mike hackt. Ich war irgendwo nirgendwo. Ich bin einfach weggeflogen, dann bin ich. Ich war irgendwo nirgendwo, wurde ich hingeschleudert mit 350 km/h und dann. Oh, ich hab ein Tempo-Hack wieder. Und dann war ich einfach. Bin nicht gerespawnt. So. Wollen wir, ich beschütze dich mal eben, ich werde mal Malta ausschalten. Mach das mal bitte. Nein, ich kann nicht lenken. Ah. Warte, das Malta, den hole ich mir gerade. Nein, ihr seid ja hinter der Leitplanke, da musst du erstmal rauskommen. Nein. Jawoll. Ah, langweilig. 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 Alter, ich bin auf einmal weggeflogen. Mich hat irgendwas von rechts gerammt und ich bin mit 350 in den Koffer reingeflogen. Ja, aber doch, bist du doch verdammt irgendwie. Wie verhafte den Transporteur? Jetzt werde ich einfach in eine Mission reingeschmissen, oder was? Das ist auch geil. Ich hab mir gerade kurz einen Radler geholt, ne, komm mal wieder, verhafte den Transporteur. Ich denke mir so, was? Du hättest aber bei uns sein können, weil ich wurde auch gerade verhaftet. Nehmen.
Ich hab Tino bei Tino jetzt irgendwas angenommen. Wow, lol. Tino, hau ab. Ja. Hau ab. Geht nicht. Jetzt. Ach so. Tino, mute. Ah, mute ich mal wieder. Ja. So. Wo steht denn, wie weit ich fahren muss? Einfach den Punkt folgen. Umdrehen. Tino, falsche Richtung. Oder? Oh, nice. Er hat uns wohl abgeschüttelt. Du bist entkommen. Hä? Okay. Was ist denn das für ein Blödsinn, ey? Jetzt mal ohne Scheiß. Das war jetzt gerade eine normale Verfolgungsjagd, oder? Ich hab keine Ahnung. Doch, du wurdest so von der Polizei gesucht und dann kann man selber als Spieler auch da mitmachen. Ach, lol. Das größte Problem als Polizist sind einfach diese Polizei-NPCs. Ja, aber du hast mich ja gekriegt, das ist ja gedacht. Du kannst so eine Range haben und bist trotzdem bist verhaftet. Das ist heftig. Ich find's, ganz ehrlich, also ich finde das DLC echt kacke. Ja, die Umsetzung ist irgendwie so ein bisschen scheiße. Ne? Mega kacke, also es ist einfach eine Frechheit. Es ist einfach eine Frechheit, dafür 25€ zu verlangen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also so, das macht schon Spaß und das Prinzip ist auch wirklich cool, aber die Umsetzung ist ja mega behindert. Ja, ist etwas. Weil es hätte halt echt Potenzial, ne? Gerade so diese 2 gegen 2 sich gegenseitig aufregen. Auf jeden Fall. Ist halt super nice. Ja. Also so gesehen können auch mehr als 2 gegen 2 machen, weil halt einfach noch fremde Leute dazukommen können. Theoretisch. Das sind 4 gegen 4, wirklich, meinst du? Ja. Da sind noch 4 Balken auf jeder Seite. Naja, weil es halt auch 3 gegen 1 sein kann, ne? Oder 4 gegen 0. Du kämpfst ja nur gegen die NPCs. Aber wie gesagt, du kannst auch wirklich das dann so machen, dass du, Das ist ja richtig cool, aber das schafft ja nicht mal eine Lobby von 4 Leuten stabil zu laufen. Ah ja. Wie soll es dann mit 8 Leuten funktionieren? Naja. Hier rumspacken, hätte ich das ja verstehen, weil ich hätte schlechtes Internetleitung habe und was von der Synchronisation ja nicht funktioniert. Ne? Aber ihr habt ja alle eine relativ gute Internetleitung. Warum das da dann nicht klappt, das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Schade eigentlich. Wahrscheinlich sind die Crew-Server an die gleiche Internetleitung angebunden wie du. Ich stehe bei mir im Keller, Patrick. Ja. Deswegen funktioniert das bei mir auch immer so super. Na guti, aber... Das war's für die Folge. Ich übernehme mal das Wort. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut mal bei den anderen vorbei. Ja, so die Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mal geben. Ciao, Leute. Jo. Tschüss.